So, jetzt kommt der Handwerker wahrscheinlich nochmal, oder? Hier ist Feuer. Hier können wir also Feuer binden, wenn das an ist, das Feuer aber nur, glaube ich. Also der Schreckensgehalt hält sich hier ein bisschen in Grenzen. Hier oben ist ein bisschen Action, aber sonst ist gerade nicht wirklich viel los. Ja, der Handwerker ist wieder da. Mal schauen, was er jetzt macht, ob er gleich wieder abhaut. Du machst mal nichts gerade. Sonst verschreckst du den Handwerker noch. Ja, du kannst zittern machen, das bringt ihn nicht sonderlich viel. Die sind alle ganz gut dabei, was Angst angeht. Der Bobby ist natürlich schon lange weg. Aber nein. Carol Ann ist ein nerviges kleines Gör, das man durchaus hübsch nennen könnte, wenn sie bloß den Schnabel halten würde. Sie hat Angst vor Schusswaffen und Feuerwerkskörpern. Okay. Gut zu wissen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal vorgelesen, oder? So, wird das jetzt hier mal was? Mein Gott, Leute. Nervt mich nicht. Der haut jetzt wirklich schon wieder ab. Irgendwie, glaube ich, ist das ein Bug. Aber wisst ihr was? Scheiß auf den Geist, den kann ich mir zur Not später auch noch holen. Ich lasse mich doch hier nicht verarschen. Jetzt habe ich nur leider kein Plasma mehr. Muss ich ein bisschen warten, bis die was erreicht haben hier. Du solltest doch eigentlich deine Kräfte nur nutzen. Ja, macht sie auch. War wahrscheinlich gerade der Handwerker noch da, deswegen nutzt sie jetzt hier die Kräfte, die Weather Witch. Wobei das jetzt eigentlich ein ziemlicher Krampf ist hier draußen. Das sollte ich doch lieber mal den Ghastly mit Grauen noch ein bisschen hier. So. Was haben wir jetzt hier erhalten? Der komische Einser da. Ach, ich will es gar nicht wissen. Jetzt hättest du eigentlich Grauen verwenden sollen. Nein, egal. Schwirrt eigentlich der Bu rum? Ach, hier oben, genau. Da war der. Hat der jetzt eigentlich auch? Nee, hat er nicht. Sicherung durchbrennen hat er nicht. Die rufen jetzt nicht schon wieder wen an, oder? Oh doch, die rufen schon wieder wen an. Schon wieder den Handwerker wahrscheinlich. Mein Gott. Sind die unfähig. Hier Leichnam können wir aber auch nicht wirklich was binden, oder? Nö. Ich habe gerade schon Angst gehabt, weil hier unten im Keller sehe ich nämlich meine Dextory-Leiste nicht. Ich habe schon gedacht, der nimmt nicht mehr auf. Das wäre ein bisschen suboptimal gewesen. Ist ja kein anderer Platz, wo man den binden kann. Irgendwie nicht. Also ist ja hier noch ein bisschen sinnfrei, der Geist. Später gibt es natürlich noch ein bisschen mehr, wo man das binden kann. Aber im Moment ist er ziemlich sinnfrei. An sich. Also wie gesagt, die ganzen Missionen ziehen sich alle ein bisschen. Also nicht wundern, wenn das alles ein bisschen länger dauert. Und ich ständig am Gähnen bin. Mein Gott. Ich möchte jetzt auch in der Aufnahme noch unbedingt dieses Level abschließen. Wobei das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern könnte. Ich wollte ja eigentlich den Ghastly woanders hinbinden, oder? Kann ich den woanders hinbinden? Ach, der hat Fessel Gewalt. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht anders gehen, oder? Denke ich jetzt mal. Hier hinten wird es gehen. Weil irgendein Gebein rumliegt. Von was auch immer das stammt. Der Handwerker ist wieder da, der wird wahrscheinlich gleich wieder abhauen. Okay. Wird wahrscheinlich gleich wieder. Jetzt geht er rein. Dann. Ne, jetzt geht er wieder. Okay. Dann ist das entweder ein Bug oder irgendwas anderes, was ich übersehen habe. Ansonsten spucke ich jetzt einfach. Und schau mal, wie es läuft. Ich binde mal die hier hinten. Und dieses Teil hier. Weil hier ist ja schon der Ghastly. Hm.
Die kriegt jetzt erstmal den Befehl, nur verwenden, wenn Sterbliche zugegen und dann... Kälte verlocken ist noch nicht wirklich sinnvoll. Jetzt ruft er ja schon wieder an. Was ist denn los? Ich glaube, den Buffer lege ich mal hier hin. Da ist er sinnvoller. Da ist mehr Party, würde ich mal sagen. Hey, die sind ja auch wieder unheimlich nervig hier. Was hat denn der Greg jetzt? Warum ruft denn der jetzt an? Ich muss aber, glaube ich, auch noch eine zweite Leiche entdecken lassen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja auch noch so ein Problem. Vielleicht hat der gerade die Polizei gerufen, das kann auch sein. Bin ich aber noch skeptisch. Vielleicht hat er da oben die noch doch noch entdeckt oder so. Weiß ich jetzt nicht. Sehr seltsam. Ist auch blöd, dass man unter der Mission nicht speichern kann hier. Der Handwerker ist schon wieder da, das war ja klar. Da mache ich mal Folgendes. Ja, okay, du kannst da hinten weiterspucken, du störst niemanden. Oh, da mache ich mal so. Sicher, sicher. Vielleicht kommt er jetzt endlich mal rein. Wäre ja auch mal eine Sache. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass eben mein Plasma nicht komplett runtergeht. Aber der muss noch eine Leiche finden, wie gesagt. Bevor ich dieses Level abschließen kann, das ist ja das Problem. So wie ich das sehe. Oder gibt es hier eine Zielübersicht? Enthülle den Sterblichen die verborgenen Leichen. Ja, also brauche ich noch eine Leiche, die gefunden werden muss, um dieses Level abschließen zu können. Also ist mein Ziel hier jetzt gar nicht, alle Bewohner rauszulocken. Oder rauszulocken vor allem. Zu verjagen, sondern diese Leichen zu entdecken. Der geht jetzt. Der geht schon wieder! Hey, was ist denn los? Das nervt. Muss ich echt sagen, dass das nervt. Mache ich mal Folgendes. Die Verlockung. Und die darf hier mal Sirenengesang benutzen. Dann sollten ein paar Leute hier wenigstens mal raufkommen. Und vielleicht dann doch endlich mal entdecken, was hier los ist. Mensch, ihr müsst doch die Leiche hier sehen. Also irgendwie ist das alles seltsam. Jetzt muss doch mal einer die Leiche sehen, oder? Ah, jetzt machen sie das Licht an. Na endlich. Geht doch. Hat lang genug gedauert. Das hätte auch mal vorher einer auf die Idee kommen können, das Licht anzuschalten. Sie haben eine zweite Leiche gefunden. Zeige sie der Polizei und der Sieg ist dein. Okay. Kann ich machen. Und dann ist auch dieses Szenario abgeschlossen. Wobei ich jetzt erstmal die beiden hier in die Bank haue, sonst sind die Polizisten wieder ein bisschen angepisst und gehen nicht rein. Das kenne ich ja inzwischen. Von diversen Handwerkern zum Beispiel. Der übrigens auch schon wieder da ist. Der Bill Ratzenberger. Aber der geht wahrscheinlich wieder nicht rein, ich kenn's doch. Es ist ja irgendwie kalt hier bei mir gerade. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist es ziemlich kalt. Muss man auch mal sagen. So, jetzt rufen sie die Polizei an. Und der wird wahrscheinlich gleich wieder abhauen, so wie ich den kenne. Ein freundliches Faktotum kann ordentlich zupacken. Ah ja. Was ist denn ein Faktotum? Er geht wieder, das war klar. Schlimm. Echt schlimm. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass der immer wieder abhaut. Aber naja, so ist es halt nun mal. Scheint ein Bug zu sein oder sonst was. Aber jetzt müsste erstmal die Polizei gleich eingetrudelt kommen. Hoffe ich mal. Vorspulen geht übrigens auch nicht. Hätten sie einbauen können. Aber nee. Nicht so tragisch, finde ich jetzt. Ist trotzdem ein cooles Spiel, auch wenn es sich stellenweise ein bisschen zieht. Wie gesagt, vor allem bei solchen Missionen, wo man nicht richtig spuken muss, sondern nur so Ziele erfüllen muss, ist das ein bisschen nervig. Polizei ist da, die werden sich jetzt die Leiche anschauen und dann ist die Mission, soweit ich weiß, auch abgeschlossen.
Dann können wir mal schauen, dass wir uns Geist zusammenstellen, der in der nächsten Mission, also in der Seance-Mission, nützlicher sein könnte. Und die beiden... Ich brauche die unbedingt das Beben zuerst wollen. Dann könnte ich wenigstens mal einen befreien. Es kann auch sein, dass ich die vielleicht offscreen nochmal spiele, die Missionen, um alle Geister eben freizuschalten, dass ich euch die alle zeigen kann. Das könnte ich eigentlich machen, ja. Dass ich die Level offscreen nochmal so lang spiele. Ja, das glaube ich, mache ich so. Die kann man ja alle wiederholen, die Level. Und dann mache ich das so, dass ich die offscreen teilweise nochmal neu spiele. Alter, wie langsam sind die Leute hier in dem Haus, bitte, hey. Und die untersuchen sie wahrscheinlich wieder den Handwerker an, der eh gleich wieder umdreht. So, die gehen jetzt nicht wirklich auch wieder, oder? Nee, die bleiben da. Gut. Ich dachte schon, der Bug hat sich auch auf die ausgedehnt. Das wäre jetzt äußerst scheiße gewesen. Aber richtig. Warum ist hier eigentlich noch ein Schornstein eingezeichnet, wenn da gar keiner ist? Und hier ist ein Boiler, aber da ist kein Schornstein eingezeichnet. Oder ein Heizkessel. Nein, egal. Da sind jetzt auf einmal ein Haufen Dinger mehr, wo man eigentlich die gar nicht braucht, alle. Ach ja, ich frag nix. Ich sag nix mehr. Das passt alles irgendwie nicht zusammen mit den Schornsteinen. So, die müssen jetzt gleich die Leiche entdecken und dann haben wir es auch geschafft. Die Polizistin ist scheinbar schon wieder abgehaut, ist nur noch der Polizist da. Also abgehauen, nicht abgehaut. Und der Handwerker ist auch wieder da. Für 5 Minuten. Gratuliere. Deine Spukziele sind erreicht. Damit haben wir also auch dieses Szenario abgeschlossen. Wahrscheinlich haben wir deutlich länger gebraucht als geplant. War jetzt nicht so optimal, würde ich mal sagen. Hat sich vor allem ziemlich gezogen. Ja, wir haben mehr als das Doppelte gebraucht, aber wir haben immerhin 150 Goldplasma bekommen. Reicht uns aber immer noch nicht fürs Beben. Ja gut, ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause, auch wenn ich noch nicht ganz mein... Oder ich kann mal schauen, mal noch ins Schulzimmer, bevor ich eine Pause mache. Sekunde. Aber ich kann dem... Was kann ich denn der hier beibringen? Eishauch, Faszination... Okay... Schockgefrostet, was ist denn das? Friert alle anwesenden Sterblichen zu Eisblöcken. Ja, hört sich sehr gesund an auf jeden Fall. Kann man machen. So, hier haben wir die Weather Witch. Wo ist denn der Geist, den wir gerade noch freigeschalten haben? Der Dingens, der Boiler-Fuzzi hier. Hier unten. Was kann der denn Schönes? Dicke Luft, Schwitzkasten, Schreckgestank, Grauen, Feuerball, Angstschock und Kotzreiz. Oh Gottes Willen. Was ist denn Schreck? Anwesende Sterbliche verspüren leichtes Grauen. Ja, okay, aber der ist nicht so nützlich, weil er eben so beschränkt in der Fessel ist. Und es die so selten gibt. Ich spare lieber, glaube ich, aufs Beben, oder? Wäre sinnvoller. Das ist ein Flower Power. Nervt Sterbliche mit Phantomflora. Ah ja, interessant. Kriechpflanzen, glaube ich, haben wir schon mal gesehen. Ranken strecken sich bedrohlich aus dem Boden. Das Glück könnte ich mir eigentlich mal... Ne, das ist auch scheiße. Ich muss die 1000 zusammensparen. Das ist alles suboptimal, ne? Ich habe zwar 236, aber ich brauche noch viel mehr. Ansonsten, ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen für die ersten 5 Folgen dieses Projekts. Auch wenn sie vielleicht jetzt ein bisschen kürzer sind. Ich glaube, ich mache die Folgen auch einfach kürzer. Als ich die teilweise so ziehen, könnte ich die Folgen eigentlich kürzer machen. Dann vielleicht, ich weiß nicht, müsst ihr mal sagen, ob ihr lieber längere oder kürzere Folgen haben wollt von dem Projekt. Ansonsten sage ich mal viel Spaß mit den Folgen. Danke fürs Zuschauen und man sieht sich in der nächsten Aufnahme. Servus.